Hallo zusammen. Ja, nach einem halben Jahr der Nutzung dieser Maschine wird es endlich Zeit, einen Erfahrungsbericht wiederzugeben. Und genau darum soll es heute gehen. Es geht um die MIDI Pro. Viel Spaß beim Video. Zunächst gehen wir detailliert auf den Spindelstock ein, dann auf die Handauflage und zum Schluss auf den Reitstock. Dabei werde ich die Dinge herausstellen, die mir besonders gut gefallen und auch einige Dinge, die man vielleicht ein bisschen besser machen könnte. Der gesamte Spindelkopf lässt sich drehen und erweitert somit die Möglichkeiten. Zum einen kann man damit wesentlich komfortabler Dosen drechseln. Beim Dosen- oder auch Hohlformen drechseln müssen wir das Werkstück ja irgendwie aushöhlen. Da muss das Werkzeug meistens parallel zur Drehachse sein. Also stellt man sich in der normalen Konfiguration so hin, dass man das so aushöhlt. Dabei steht man ja meistens gebückt, ist auf Dauer vielleicht nicht ganz so komfortabel. Deswegen bietet einem die Maschine die Möglichkeit, das Ganze so zu drehen, das hier einzustellen, und dann kann man in aufrechter Position das Ganze ganz bequem aushöhlen. Ist eine weitere Möglichkeit sozusagen. Das Drehen des Spindelstocks bietet einem noch mindestens eine zweite Möglichkeit. Und zwar hat die Maschine eine Spitzenhöhe von 180 mm. Das heißt, man kann 360 mm Teil im Durchmesser drechseln, also relativ große Schalen und Teller. Aber jeder, der schon mal die eine oder andere Schüssel gedrechselt hat, weiß, das ist ein relativ theoretischer Wert, denn diesen kann man eigentlich nur erreichen, wenn man eine Bandsäge hat und den Rohling perfekt auf 360 mm im Durchmesser absägt. Wenn man keine Bandsäge hat, muss man irgendwie mit einer Säge, mit einer Kettensäge oder was auch immer den Rohling möglichst rund drechseln. Diese Maschine bietet einem die Möglichkeit, das Ganze komfortabler zu gestalten. Man sägt den Rohling relativ grob zu und dann kann man den hier auf 360 mm im Durchmesser zurechtdrechseln. Es macht hier nichts aus, wenn die Teile ein bisschen größer sind, dann kann man die Unwuchten oder die Spitzen hier wegdrechseln und dann kann man das Ganze drehen und es passt perfekt über dem Bankbett. Ist wiederum eine weitere Möglichkeit. Eine Bandsäge ersetzt das natürlich nicht, damit kann man wesentlich schneller arbeiten, aber das ist eine weitere Möglichkeit. Das Getriebe, und zwar haben wir hier unter dem Deckel das Getriebe. Wir haben insgesamt drei Drehzahlstufen. Ich bin ehrlich gesagt ein fauler Hund und drechsel meistens auf der kleinsten Stufe, aber auch aus dem Grund, weil ich meine Aufnahmen möglichst leise gestalten möchte. Das heißt, der Motor hat hier, ja, der dreht relativ langsam, deswegen auch relativ leise und deswegen auch auf der Stufe hier. Wenn ich größere Teile drechsel, wie zum Beispiel den Teller, dann stelle ich den zumindest auf die mittlere Stufe, damit der Motor ein bisschen schneller läuft und ein bisschen mehr Kühlung bekommt. Dass der Austreibdorn hier immer in der Spindel steckt, das ist nicht ab Werk so. Manche haben bemängelt, dass es doch recht gefährlich sei. Aber ich habe das hier unterfüttert mit Küchenrollenpapier und da kann eigentlich nichts passieren. Der Grund ist ganz einfach, diese Bohrung hier, die ist nicht durchgehend in diesem Durchmesser. Das heißt, irgendwann verjüngt sich das Ganze und dann stößt man dagegen. Da muss man erstmal die Mitte finden und dann kann der Austreibdorn da hinein. Wenn man das des Öfteren macht, gut, ein bisschen Übung habe ich schon, aber irgendwann kann das auch anfangen zu nerven. Deswegen habe ich das mit dem Küchenrollenpapier gelöst und deswegen lasse ich den dann meistens drin. Aber ich würde euch das nicht empfehlen. Sicher ist sicher. Kommen wir zu dem Antrieb. Wir haben es hier mit 750 Watt elektrischer Antriebsleistung zu tun. Das ist knapp 1 PS. Reichen 750 Watt eigentlich aus? Auf jeden Fall. Ich habe mit der Maschine schon sehr große Objekte gedrechselt, wie zum Beispiel diesen Teller hier oder diese Schale. 41 cm groß und die Maschine wurde nur lauwarm. Und stehen geblieben ist sie auch nicht. Und ich habe auch andere Teller gedrechselt oder Schalen. Und da habe ich knapp 15 mm Spannbreite gehabt und die Maschine lief und ich habe sie einfach nicht zum Stehen bekommen. Von daher 750 Watt vollkommen ausreichend. Und dieses Hitzeproblem, was ich bei der Maschine zuvor hatte, hatte ich hier auch noch kein einziges Mal. Von daher, das reicht locker. Was ich bei der Maschine ein bisschen vermisse, ist ein Hauptschalter, der das ganze Gerät vom Netz trennen würde. So muss ich halt immer wieder den Stecker ziehen, beziehungsweise ich habe da einen separaten Schalter vorgesehen. Also das hat die Maschine leider nicht. Ja, falls ihr euch wundert, warum rauscht es denn so viel verrückt? Ja, mein Regentanz, der hat Erfolge. Schaut euch das mal an. Richtig nice. Endlich Regen. Die Handauflage, eine wirklich sehr stabile und massive Konstruktion, also da passiert gar nichts. Der Hebel hier, das ist kein Kunststoff, auch wenn es so aussieht, das ist Aluminiumguss. Zwei kleine Tipps zu der Handauflage. Ich habe hier Klemmfilz auf beiden Seiten draufgeklebt,
damit mir das keine Lackabplatzer produziert, wenn ich hier mal dagegen stoße. Also das ist dann kein Thema mehr. Das andere ist die eigentliche Handauflage hier. Die sollte wirklich schön blank gehalten werden. Also immer schön wegschleifen oder wegfallen, wenn ihr da irgendwelche Verschmutzung habt, Rost oder irgend ähnliches, damit das Werkzeug da richtig schön drauf gleiten kann. Was könnte man bei der Handauflage besser machen? Punkt Nummer 1. Was mich manchmal ein bisschen stört, ist, dass die Aufnahme hier unten von der Handauflage knapp 5 mm absteht. Das ist manchmal ein bisschen störend, wenn man Schalen oder Teller drechselt. Dann kommt zunächst das hier in Berührung und dann erst das. Also das könnte man ein bisschen so gestalten, dass es wirklich so ein bisschen überragt. Es gibt ja auch Handauflagen, die man im Zubehörshop nachkaufen kann. Vielleicht gibt es welche, die von vornherein hier drüber stehen. Mich hat das bislang noch nicht so sehr gestört, als dass ich mir hier eine andere gekauft habe. Punkt Nummer 2 ist, dass das Gewinde hier leider kein metrisches Gewinde ist. Da war ich doch sehr überrascht, als ich diese Seite von Spänen befreien wollte und meinen M10 Gewindeschneider genommen habe. Also M10 ist das leider nicht. Ich würde mir da ein M10er Gewinde wünschen. Den Verrasthebel, den kann man in 3 Positionen fixieren, und zwar hier, da und auch da. Da hat jemand wirklich mitgedacht. Kommen wir zu dem Reitstock. Dieses Bauteil wird manchmal gefühlt ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wenn ich mir Konstruktionen anschaue, wo sich diese beiden Flanken in einem einzigen Punkt treffen, da wird mir ein bisschen schwindelig, denn schließlich muss das Bauteil die Hälfte der gesamten Masse, die hier teilweise unwuchtig schwingen kann, aushalten können. Und diese Konstruktion ist wirklich sehr gut durchdacht. Wir haben hier die beiden Flanken, die in der Mitte sogar ausgefüllt ist. Hier hinten haben wir noch eine kleine Verstrebung, die den ganzen Zylinder hier abstützt. Wir haben hier insgesamt einen Pinolenhub von 100 mm und das reicht für die meisten Anwendungen aus. Weiterhin haben wir hier ein Trapezgewinde, was gegenüber einem normalen metrischen Gewinde einige Vorteile hat. Zum einen ist ein Trapezgewinde wesentlich steifer in der axialen Belastung. Man sieht das zum Beispiel auch bei Schraubstöcken. Und zum anderen, bei einer Umdrehung hat die Pinole einen größeren Hub als bei einem metrischen Gewinde. Im Inneren des Reitstocks haben wir hier eine Passfeder und diese läuft in der Nut der Pinole und sorgt so für ein spielarmes Laufen. Der Klemmhebel der Pinole ist aus Aluminiumguss und er drückt nicht etwa mit dem Gewinde hier auf die Nut. Dafür gibt es hier so einen Messingstift, der hier reinkommt, und der kleine Messingstift, der drückt im Endeffekt hier auf die Nut. Der Klemmhebel hier, der wirkt ein bisschen zu klein auf mich, der könnte ruhig noch 2 cm größer sein, aber von der Klemmkraft her reicht das bereits vollkommen aus. Das Handrad der Pinole lässt sich sehr leichtgängig drehen, dreht sich schon fast wie von alleine. Wir haben hier keine rausguckenden Gewinde, über die wir irgendwie drum fassen müssen, so wie es sein soll. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Kommen wir zu dem Gestell. Es besteht aus einem Profilrohr, was nachträglich noch mit Sand befüllt werden kann. Da gibt es so Kunststoffverschlusskappen, die man öffnen kann und da Sand reinkippen kann. Ich habe das die ersten 4 Monate nicht gemacht, also ohne Sand gedrechselt. Und da habe ich schon gemerkt, wenn ich sehr viele Spannen auf einmal wegnehme, dann hört man das, dass sich die Maschine so leicht aufschwingt, so ein metallisches Summen hört man da. Nichts Dramatisches, aber man nimmt das schon wahr. Nachdem ich die Maschine komplett mit Sand gefüllt habe, da passen circa in Summe 25 Kilo rein, und dann ist es sofort verschwunden, davon hat man auch gar nichts mehr gehört. Das merkt man auch. Es ist total dumpf und keine Schwingung mehr zu hören. Man merkt das auch, wenn man größere Teile drechselt, dass die Maschine wirklich deutlich stabiler und fest auf den Füßen steht. Bei der Maschine gibt es die Möglichkeit, eine Maschinenbettverlängerung zu montieren. Jetzt ist die Frage, wie oft brauche ich das überhaupt? Es kommt natürlich immer darauf an, was wollt ihr herstellen. Wenn ihr zum Beispiel Dosen oder Hohlgefäße herstellen wollt, dann müsst ihr die Teile meistens vorbohren. Dann kommt hier so ein Gerät zum Einsatz. Ihr habt natürlich zunächst das Bohrfutter und dann habt ihr einen etwas längeren Bohrer. Das sind hier in diesem Fall 17 cm. Wenn ihr den einspannt, schon limitiert sich das Ganze ziemlich schnell. Und dann habt ihr nur noch insgesamt mit dem Drechselfutter natürlich eine Werkstücklänge von 38 cm, die ihr herstellen könnt. Hättet ihr die Maschinenbettverlängerung nicht, dann hättet ihr hier nur 13 cm, die ihr hier herstellen könnt. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, was ihr herstellen wollt. Die Maschinenbettverlängerung kann man natürlich auch umspannen, und zwar indem man die hier rausnimmt. Das geht relativ schnell, aber so oft muss man das auch nicht machen. Und dann kann man die hier drauf befestigen. Und dann hat man folgende Möglichkeiten. Und schon haben wir die Möglichkeit, größere Schalen zu drechseln.
Ich habe hier in einem Video, das verlinke ich hier mal oben, eine Schale mit 41 cm Durchmesser gedrechselt und da habe ich diese Funktion hier benutzt. Mein persönliches Gesamtfazit zu dieser Maschine nach einem halben Jahr des Rumdrechselns. Die Maschine ist wirklich sehr robust und stabil ausgelegt. Durch die zahlreichen Verstellmöglichkeiten bietet einem die Maschine sehr viele Einsatzzwecke. Was ich zum Beispiel am meisten oder sehr, sehr gerne benutze, ist das Verstellen des Spindelkopfs, damit ich Dosen und auch Hohlgefäße in aufrechter Position drechseln kann. Der Reitstock, ein Bauteil, was sehr oft unterschätzt wird in der Funktion, wurde hier ebenfalls sehr gut durchdacht und auch umgesetzt. Wirklich sehr gute Laufruhe, 10 cm Pinolenhub, da passt das alles. Was man ein bisschen verbessern könnte, ist die Handauflage, wie auch im Video erwähnt. Im Großen und Ganzen kann ich euch die Maschine guten Gewissens weiterempfehlen. Die Maschine habe ich bei Drechselbedarf Schulte gekauft. Den Link zu der Maschine und zu den Erweiterungsmöglichkeiten findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal. So schlägt dir YouTube weiterhin meine Videos vor. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut!